Schwerer Lkw-Unfall am Mittwochmorgen auf der Frankenberger Umgehungsstraße. Der Fahrer eines Sattelzuges wurde schwer verletzt, als er in einen ausgeschwenkten Stamm eines Langholztransporters fuhr. Der Stamm bohrte sich durch die Windschutzscheibe. Der verletzte Mann wurde von der Frankenberger Feuerwehr mit einer Rettungsschere befreit. Er wurde ins Kreiskrankenhaus gebracht. Der Langholzfahrer blieb unverletzt. Die beiden Lastwagen fuhren in Richtung Oberes Edertal. Am Abzweig nach Gemünden wollte der vorne fahrende Langholztransporter nach links abbiegen. Der zweite Lastwagen fuhr gegen einen der Stämme, die beim Abbiegen nach hinten ausschwenkten. Die Windschutzscheibe wurde durchbohrt, der Fahrer schwer verletzt. Der Stamm brach ab und fiel auf die Straße. Der Sattelzug wurde von einem Spezialabschleppunternehmen geborgen. Die Umgehungsstraße war am Abzweig nach Gemünden für etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei wird nun prüfen, ob der Langholztransporter ordnungsgemäß beladen war und ob der aufgefahrene Sattelzug den Sicherheitsabstand eingehalten hat.